Hi Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Freund 82 mit einem weiteren Unboxing-Video. Ich weiß sogar, wo mir der Kopf steht. Ich habe jetzt schon zwei Unboxings-Videos gedreht mit Assassin's Creed, jetzt kommt das dritte noch. Mit der Hobbit Smaugs Einöde in der Extended Cut-Version in der Collector's Box. Und mir raucht schon der Kopf da oben. Und das Schlimme noch daran ist, jetzt, gerade jetzt, muss noch unser Nachbar die Hecke schneiden. Super, ne? Perfekt, ich hoffe, ihr hört es jetzt so extrem, aber wir müssen trotzdem weitermachen, denn unsere Emma schläft gerade auf der Brust von der Mamutschka. In der Babytrage. Sie muss gerne mal einen Senf dazu geben, weil sonst denken alle, dass er schon an der Brust ist, ne? Ja, also gut, wir machen hier mal weiter, damit es mal heute zu Ende wird. Hier eben jetzt die Extended Cut Version von Herr der Ringe, zumindest von der Hobbit, in 3D, im 5-Disc-Set. Mit der Fassrit-Figur von Veta. Ja, eben sind 5 Discs. Disc 1 und Disc 2 ist Blu-ray 3D. Ist auf 2 Teile gepresst. Das finde ich sehr gut. Da kann man dann bei der Hälfte mal kurz Pause machen. Der Film geht nämlich jetzt 186 Minuten. Und er geht 25 Minuten länger als die Kinofassung. So wie noch unveröffentlichtes Filmmaterial noch und viele Stunden faszinierendes Hintergrundmaterial über die Produktion. Disc 3 ist dann die Extended-Fassung drauf auf der normale 2D Blu-ray inklusive Neuseeland Heimat von Mittelerde Teil 2. Disc 4 ist eine Blu-ray, die Anfänge Teil 9 im Wilde Land, die Hobbit-Chroniken Teil 2 und Disc 5 ist noch einmal die Anfänge Teil 10, die Reise nach Erebor. Hier treffen sie auf neue Charaktere und Kreaturen, die zum Abenteuer hinzustoßen. Ich drehe mal die ganze Box rum. Hat 61 Euro gekostet bei Amazon, aber gibt es auch überall, ist auch erhältlich. Also ist jetzt nicht Amazon exklusiv. Die Box schaut richtig stark aus. Hier oben drauf noch dann der Smaug. Ich hoffe mal sehr, dass mal vom dritten Teil dann der Smaug als Figur rauskommt, denn das wäre mir eigentlich lieber gewesen als jetzt diese Fassrit-Figur. Aber ich habe nichts zu sagen. Okay. Fassrit-Figur, das hört sich so lustig. Fassrit-Figur, guckst du? Es ist echt so. Fassrit-Figur. Gut, also gut. Hat es mir vorher auch mal erfahren. Ne? Und ich packe mal das schöne Teil aus. Und dann schauen wir mal. Was ist denn das Schönes enthalten ist? So. Ich sehe hier die Steuerprobe hier rumfliegen. Den Aufkleber mache ich wieder ab. So, noch einmal hier noch mal die Box. Ohne Folie. Oh, guck mal, da ist auch das Smaug. Und hier noch die Erebor-Statue, die ja vom ersten Tier in der Kinofassung als Collector's Box rauskam. Gut, dann tun wir jetzt mal öffnen, das schöne Teil. Und gleich wird sich dann meine Frau wieder freuen, wegen der Geräuschkulisse. Ich höre erstmal. Und vor allem dein Kind? Ich höre erstmal die Disc rausnehmen. So schaut eben jetzt dann die Hülle aus. Ist schön grün gehalten, ist hier auch geprägt, die Extended-Fassung. Leider kein Steelbook, die gibt es ja auch bei Amazon. Eventuell, wenn die mal günstiger sind, hole ich mir die auch noch im Jumbo-Steelbook, weil dann würde mich die wunderbar zusammenpassen, als diese ollen Pappschuber nämlich. In UK ist wohl das hier ein 3D-Lenticular-Bild. Leider ist es in Deutschland nicht mehr so, das ist ein ganz normales Bild. Finde ich etwas schade. Okay, dann machen wir hier mal das Ding raus. Und hier hinten drauf ist nochmal die ganze Information noch einmal, wie ich vorhin schon vorgelesen habe, auf der Box. Steht hinten nochmal drauf. Ich denke mal, dass hier auch kein Wendecover dabei ist. Aber dafür ist ja hier diese Schutzhülle außenrum. Gut, dann gibt es hier mal den digitalen Code. Den tue ich mal weglegen, den braucht ihr nicht sehen. Und hier jetzt eben geht's los mit der Hobbit Teil 1 in 3D. Dann Teil 2 in 3D, dann hier die normale Blu-ray-Fassung in 2D und hier noch dann die
Bonusmaterial noch von der Hobbit. Du meinst Disc 1 und Disc 2 vom selben Film, ne? Du hast gesagt, der Hobbit Teil 1 und der Hobbit Teil 2. Ja, das ist ja, der 3D ist auf zwei Teile gepresst. Ja, dass man jetzt denkt, nein, es ist nur das Smaugs Einöde drin. Danke, das meine ich. So, okay. Und wieder keine Missverständnisse verursachen. Machen wir mal hier noch das nächste auf. So, viel Spaß mit dem Geräuschkulisse ist wieder. Ich sehe schon, hier liegt ja ganz schön viel Styropor rum. So, Achtung, jetzt wird es ganz laut. Eigentlich habe ich das nicht so ganz drin. Ich mache jetzt mit der Schere auf. Das ist ganz bescheiden. Das muss ich jetzt echt zugeben. Wunderbar, haben wir das Teil schon drauf. Oh, die ist schön schwer. Mal die Styropor. Flonk weg. Nein, gut, ich friss es nicht. Nichts abgebrochen, finde ich schon mal sehr gut. Ich habe da schon Angst. Aber die Styropor-Flocken, die sind bei der Box extrem schlimm. So, okay. Hier eben jetzt dann die Fassritt-Figur. Ich dachte eigentlich, dass die eigentlich rund ist. Dabei ist eigentlich, hat die gleiche Form wie eigentlich der vom ersten Teil. Ist sehr detailreich verarbeitet, schaut richtig stark aus. Hier ist noch mehr Styropor-Kugelchen. Es schneit. Auf uns? Auf uns. Hier können wir mal ranzoomen, also sehr detailreich auch und schön verarbeitet. Auch die Köpfe sehen besser aus, finde ich, als der erste Teil. Hier ist auch dann der Bilbo zu sehen. Hm. Aber der Bilbo sieht ja nicht aus. Nein, nicht wirklich. Aber trotzdem. Und hier unten ist eben dann Skulptur Gary Hunt. Bell Riders Collectible Figur von der Hobbit. Hier nochmal die Vita. Und es macht sich wunderbar neben den Erebus-Buchstützen und der ersten Figur noch vom Extended Cut von der Version. Ich drehe nochmal das ganze Ding rum. Und wie gesagt, wir können alle mal eine Petition starten, dass vielleicht beim dritten Teil dann der Smaug als Figur rauskommt. So zum Abschluss der ganzen Trilogie. Ja, auch hier unten, das ist eigentlich bloß aufgeklebt, wie es sich anfühlt. Ja, der ist leider bloß aufgeklebt hier unten, der Schriftzug ist auch nicht geprägt. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, aber naja, okay. So, das war jetzt die Hobbit Extended Cut Collector's Box Edition zu sehen. Und jetzt muss ich ganz dringend mal was trinken, weil langsam verliere ich meine Spucke. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und bis zum nächsten Mal, euer VX-Man80. Ciao!